Herzlich willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U. Wir spielen weiter in Peach Schloss. Heißer Aufzug. Steht heute auf dem Plan. So, es gibt gleich mal einen Pilz. Und steigende Lava. Steigende Lava ist nie so nice. Oh nein. Oh nein, nicht die Scheiße. Hallo? Okay, Münzen sind nicht gut. Goomba ist natürlich auch nicht. Ja, mit dem Video-Gamepad absoluter Crap, wirklich. Das reagiert einfach nicht auf meine Bewegungen. Das ist absoluter Müll. Also 4Wii, das reagiert nicht. Deswegen habe ich da jetzt auch eigentlich nicht so viel Bock drauf. Ich gehe mal ganz weit hier rüber. Es reagiert nicht. Ich. Ja, jetzt aber. Sammle die Drecksmünze ein. Die Starcoins werden hier sehr, sehr ekelhaft. Soweit ich mich recht erinnere. Mann! Wo ist die erste? Da. Ja, perfekt. Weil die Plattform automatisch immer weiter nach oben gegangen ist, konnte ich einfach die Scheiße nicht einsammeln, also die Eisblume. Jetzt bin ich tot. Nee, achso, okay. Oh ja, diese Dreckscoins. Ich neige schon seit 10 Sekunden. Der macht nichts. Mach. Es. Mann, das ist dumm! Das ist das dümmste Level des Spiels. Zumindest wenn man das mit dem Wii U Gamepad spielen muss. Dann macht mir das gar keinen Spaß. Nicht mehr erreichbar, schade. Ja, was soll ich machen? Wenn das Wii U Gamepad denn einfach gut reagieren würde, wäre das schön. Aber es ist halt leider nicht so. Zumindest nicht bei mir. Damals im Original-LP, falls ihr euch das jetzt fragt, warum ich es da dann so gut konnte, falls ich denn da besser war, weiß ich nicht mehr. Das lag natürlich daran, dass ich das nicht mit dem Wii U Gamepad gespielt habe. Er springt nicht! Dieses Mal springen. Dankeschön. Geht doch. Ich brauche wirklich eine Handcam. Und ein Schnittprogramm, damit ich das dann auch wirklich zeigen kann. Springt mir ja alles nix. Ich hasse dieses Spiel wirklich. Dieses Mal werde ich auch auf die roten Münzen scheißen. Habe ich gar keine Lust. An sich ist das Level halt wirklich nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Nur, wenn diese Sensor oder was auch immer das bewirkt, dass man das hier neigen kann, nicht richtig funktioniert, dann ist das halt schon scheiße. Ich weiß nicht mal, mit was ich es damals gespielt hatte, aber ich glaube mit der Wii-Fernbedienung sogar. Auf jeden Fall hat es besser funktioniert als jetzt hier mit dem Wii U Gamepad. Das kann ich euch versprechen. Vielleicht ist das ja auch nur mein Wii U Gamepad, was irgendwie einen Schaden oder so hat. Woher er den Schaden haben soll, keine Ahnung. Aber könnte ich mir auch vorstellen. An sich ist es wirklich kein schlechtes Level, wenn ich ehrlich bin. Nur ein bisschen nervig, aber damit muss man halt leben. Wir spielen jetzt diesen Level, weil das war natürlich nicht das finale Level. Wäre ja zu lame. Aber wir dürfen speichern, sehr schön.
Die letzte Schlacht. Klingt ja auch viel epischer. Bowser Jr. ist wieder hier. Macht eine schöne Stampfattacke und ich renne einfach los. Ich keinen Bock darauf habe. Aua. Er geht da runter. Okay, interessant. Wir können ihn auch leider nicht mehr verletzen, weil ihr seht ja, er hat diese Kuppel immer noch auf. Das bedeutet selbstverständlich, dass wir ihn nicht verletzen können. Oh Gott. Das ist alles so knapp. Ich komme da nicht durch. Willst du mich verarschen? Ich nehme euch jetzt mal wieder mit. Hab eine Eisblume bekommen. Aber bin schon wieder klein, wie ihr seht. Alles völliger Betrug ist. Ja, ich komme nicht so schnell weg. Okay. Warum gehst du da runter? Das macht gar keinen Sinn. So, nicht anders. Lauf, Mario. Was? Ein Assi. Geh bitte schnell hoch. Ja, du Hässlon! Nehmt euch jetzt einfach ab hier wieder mit. Ich meine, es ist eh nur noch durchrennen. Und sterben. Bin jetzt leider nur noch klein. Weil er mich zweimal dumm verarscht hat. Und wieder macht er die Scheiße. Was soll ich jetzt machen? Achso. An sich muss ich sagen, ist das hier als finales Level schon sehr einfach eigentlich. Außer macht natürlich diesen, da muss man wieder scheiße lange warten. Jetzt aber. Das wolltest du so, ne? Hast du aber nicht hingekriegt, weil du scheiße bist. Einen Moment. Okay. Ist nur ein Leben? Also was heißt nur? Ich habe nicht so viele, aber ich dachte, hier wäre eine Feuerblume. Hier ist die Feuerblume. Übrigens, hier bekommt ihr auch garantiert ein Power-Up. Da seht ihr. Ihr bekommt nämlich zwei. Das ist sehr, sehr fair, muss man sagen. So. Das hier sieht natürlich aus wie im ersten Super Mario Brothers, finde ich ganz nice. Nicht so wie den Endkampf. Das hier ist nämlich der Endkampf. Nichts Wildes, wie ihr seht. Töten ihn am besten mit der Feuerblume. Wäre ganz schön. Das war's. Schöner Endkampf. Ich glaube nicht, dass mir das überhaupt jemand abkauft. Natürlich war das nicht der finale Kampf. Das wäre ja abgrundtief dumm. So einen finalen Kampf zu machen. So lief damals der finale Kampf zu einem Super Mario Brothers ab, aber nicht mehr hier. Okay. Wir sind jetzt hier. Da hinten ist Prinzessin Peach. Wir laufen auf diese große Arena. Mein Handy nervt mich. Ja, ich komme dir gleich helfen. View Gamepad ist sehr leer. Ist eh leer, so wie immer. Wo ich es extra gerade geladen habe. Das ist er.
Pause ist mal wieder riesig. So wie in, glaube ich, jedem NSMB-Spiel. Wir können ihn tatsächlich mit der Feuerblume töten. Nur wie ihr seht, war ich dafür gerade zu blöd. Also machen wir es so, wie es gewollt ist. Wie funktioniert denn die Scheiße? Achso, B müsste die ganze Zeit spammen und dann ZR, um eine Stampfattacke zu machen. Das hat Bowser Jr. nervt. So, jetzt müsst ihr vor dem riesigen Bowser-Panzer flüchten. Das ist aber eigentlich wirklich nicht schwer. Wie ihr hier vielleicht seht. Klar, der hätte mich vorhin fast gehabt, aber solltet ihr eigentlich hinkriegen. So, jetzt macht er seine bekannten Flammen. Die hat er, glaube ich, sogar auch schon in Super Mario World immer gemacht. Da haben sie aber mehr genervt als hier, weil was ist das? Das trifft einen nicht. Also, das hat mich auch, glaube ich, noch nie getroffen. Ich weiß übrigens, dass ich jetzt schon sterben werde, weil ich mich abgrundtief dumm anstelle. Ich glaube, ich bin noch nie beim finalen Kampf gestorben, weil der ist halt abgrundtief lame eigentlich. Ihr müsst halt immer wieder das gleiche hier machen. Das ist halt wirklich keine große Schwierigkeit. Weil ihr habt wirklich viele Chancen, hier immer wieder wegzukommen. Also es ist eher, ja, krass, wenn man bei dem Boss stirbt, als wenn man nicht stirbt, wie ich finde. Klar, ich habe meine Feuerblume auch dumm hergegeben, aber was soll's. Trotzdem ist es kein Boss, wo man sterben muss. Für einen Finalbosskampf ist das schon sehr, sehr einfach. Da habe ich bei dem von Super Mario World wirklich viel mehr Versuche gebraucht. Das ist nur so ein Beispiel. Ja. Schade, dass ich finden muss, dass das eine der schlechtesten LPs auf meinem Kanal ist. Ist wirklich schade, wie ich finde. Weil eigentlich wollte ich das Spiel nochmal spielen, weil ich das erste LP so scheiße fand. Aber mittlerweile muss ich halt leider sagen, das erste LP ist besser als das. Sorry. Vielleicht wird es, wenn wir irgendwann mal NSMBU Deluxe spielen, besser. Weil an sich ist das Spiel halt wirklich nicht so schlecht. Ich finde es mittlerweile trotzdem schlechter, als ich es in Erinnerung hatte, aber es ist nicht schlecht. Wenn wir so lange Feuerblumen auf ihn. Also Feuer. Ich meine, was soll ich sonst machen? Ihr könnt ihn natürlich auch mit der Feuerblume killen, aber habe ich noch nie gemacht. Heslon, dieser Bowser Jr. Diese scheiß Bob-Oms! Wenn ich den jetzt wieder nicht schaffe, ich heule. Also wirklich, bei dem Bosskampf braucht ihr nicht sterben. Ihr werdet da auch nicht sterben, das weiß ich. Weil euch hoffentlich sowas nicht passiert. Diesen Angriff habe ich auch von ihm noch nie gesehen. Jetzt komm her, du Heslon. An sich habe ich ja vieles nicht so schlecht gemacht im LP. Aber ab den Fuzzies ist alles bergab gegangen. Schade eigentlich. Was springt denn der? Ja, so schnell konnte ich nur nicht reagieren. So, jetzt sollte ich ihn aber hoffentlich besiegen. Weil er ist halt wirklich nicht so schwer. Ich habe echt keine Lust mehr. So, jetzt sollte ich eigentlich diesen viel zu einfachen Endbosskampf schaffen. So, erster Hit sollte safe sein.
gut aus. So, ich spam ihn jetzt erstmal wieder ein bisschen mit Feuerbällen zu. Ob das jetzt was bringt oder nicht, ist mir egal. Alles klar. Auf einmal kommen sie so runtergeflogen wie noch nie. Okay, Hitbox noch erwischt. War ich mir jetzt nicht sicher, ob das reicht. Knapp. Passt aber. Okay, sieht sehr, sehr gut aus jetzt. Aber es ist sowieso lächerlich, dass ich hier gestorben bin. Ja, seht ihr, der ist so einfach. Der ist ohne Treffer eigentlich möglich. Und das auch wirklich nicht schwer. Wenn man sich doch mal ein bisschen konzentriert, dann hätte ich... Das hätte ich so einfach schaffen können. Wenn ich ehrlich bin. Schade, dass ich auch hier wieder sterben musste. Das LP ist leider ein kleines Desaster. Tut mir leid. Eigentlich hätte ich auch mehr schaffen können in dem Part. Als nur zwei Level. So, jetzt holen wir uns Peach und hauen ab. Nach 8 Welten voller Qual. Nein, eigentlich nur... Nur ein und ein bisschen was. Na, die komplette 8. war ja nun auch nicht schlecht. Nur manches war halt nicht so perfekt. An sich ging ja auch die 8. Welt klar. Und das hier ist das Ende. Sie stürzen gemeinsam ab. Sehr schön. Dass wir das auch noch irgendwie hinbekommen haben. Übrigens, sorry, falls es gerade ein bisschen laggt. Ich hoffe, dass es gleich weggeht. Müsste ja jetzt sogar weg sein, oder? Ja, das war's. Das war New Super Mario Bros. U. Zumindest. Ja, mit den normalen Welten. Wie ich ja schon mal sagte, es gibt eine Spezialwelt, welche wir auch noch spielen werden. Ja, ohne die jetzt schon mal gespielt zu haben, hier die Spezialwelt, kann ich sagen, New Super Mario Bros. U ist ein tolles Spiel, es hat ein paar schwierige Stellen, leider habe ich es ein bisschen versaut mit dem LP, ich hasse es jetzt nämlich mehr, als ich es eigentlich hassen wollte, also ich habe es eigentlich davor nie wirklich gehasst, ich habe es wirklich gemocht, aber ein gutes Spiel bleibt es. Es sind halt nicht viele Level, die wirklich scheiße sind. Maximal vielleicht das erste Level auf jeden Fall von der 8. Welt. Das ist wirklich, wirklich richtiger Trash. Und wenn man jetzt mal noch dieses vorletzte Level aus der 8. Welt dazu zählen möchte, obwohl da halt eigentlich nur mein Video Gamepad dran schuld ist, dann vielleicht noch das. Mehr fällt mir jetzt gerade nicht mal ein. Die Sache mit dem Baby Yoshi ist eine ganz nette Neuerung. Klar, ist jetzt nicht so innovativ, aber besser als nichts.
Musik war wie immer eigentlich ganz gut, auch wenn es halt nur wieder die altbekannten Tracks, soweit ich weiß, waren. Welche auch schon in New Super Mario Bros. 2 und Wii, glaube ich, sogar auch schon verwendet wurden. Einige neue Tracks gab es. Das ist auch immer wichtig, sonst wäre es lächerlich. Die Credits hier sind ganz interessant gestaltet. Man kann ein paar Münzen sammeln. Das ist jetzt nichts Perfektes, aber ganz nett. Ob man jetzt unbedingt Mopsy gebraucht hat. Also, dass man den fangen muss, ich weiß es nicht. Das hat nämlich leider ein bisschen genervt. Es ging klar, klar. Aber an sich war es wirklich nervig. Die Starcoins waren an vielen Stellen immer mal schön schwierig versteckt. Das finde ich auch okay so. Also, gegen die Starcoin-Verstecke habe ich eigentlich nicht wirklich was. Auch wenn natürlich das aus der Cave in den... in den Candice-Minen sehr, sehr asozial war. Kann ich trotzdem damit leben. Ja, New Super Mario Bros. U ist und bleibt trotzdem ein gutes Wii U-Spiel. Eine 8 von 10 kann man dem Spiel... Eine 7,5 von 10 kann man dem Spiel immer noch geben. Weil die meisten Level und Welten waren wirklich gut. Secret Exit Verstecke waren nie zu asozial. Das kam dann erst in New Super Luigi U, aber das bewerte ich ja eh extra. Ob wir das jetzt demnächst nochmal irgendwann spielen, weiß ich nicht. Vielleicht. Ich kann halt auch leider nicht Pause machen und sonst seht ihr halt die ganzen Credits nicht. Sonst hätte ich euch gerne diese scheiß Lags mal behoben. Tut mir leid. Im nächsten Part sind die dann weg. Ja. New Super Mario Bros. U ist ein okayes Spiel. Warum ich übrigens immer Bratos so komisch sage, liegt daran, dass ich das als kleine Erinnerung an Rubini Schara nehme. Der hat das nämlich auch irgendwie ein bisschen komisch ausgesprochen. Und das fand ich nicht schlimm. Ja. War, denke ich, ganz nett, das Spiel. An sich wieder das gleiche wie die Vorgänger, wenn man es so nimmt. Die gleichen Welten, Themes und so. Aber die Neuerungen, die man hatte, die waren wirklich schön eigentlich. Ende. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Spiel beendet. Deine Speicherdaten wurde einen Stern hinzugefügt. Du kannst sie jederzeit im Menü speichern. Das müssen wir uns dieses Mal wirklich angucken. Die Röhren bringen dich jetzt auch zu einer geheimen Insel. Spring einfach in eine Röhre und probier es aus. Die Toadhäuser sind alle wieder da, kann das sein? Dann werde ich mir da mal ein paar Leben holen. Damit das am Ende nicht zu traurig aussieht. Die Röhren bringen dich jetzt zum Superstar Boulevard. Ach, übrigens, hast du schon alle Sternmünzen gesammelt? Das hab ich. Seht ihr? Alle Sternmünzen in Peachs Schloss gesammelt, wofür das wohl gut ist. Damit öffnet sich der letzte Level, oder? Im Superstar Boulevard. Und es hört nicht auf. Du hast alle Level inklusive denen in Peachs Schloss geschafft. Glückwunsch, dir wurde der zweite Stern verliehen. Du hast alle Sternmünzen inklusive denen aus Peachs Schloss geholt. Dir wurde der dritte Stern verliehen. Ja, ich möchte speichern. Okay, dann machen wir im nächsten Part hier weiter. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit dieses Parts von Let's Play New Super Mario Bros. U.